Guten Abend und schön, dass ihr wieder da seid bei meinem Diskussionsvideo Nummer 3. Heute geht es um das Thema Judging, also alles rund um Judging. So, hab ein bisschen die Stimme verloren, gerade noch das Copa del Rey Achtelfinale gesehen. Leider sind wir rausgeflogen, war aber ein sehr unterhaltsames Spiel. Naja, egal. Kommen wir mal zum Wesentlichen. Und zwar, ich glaube, das Thema Judging ist eins der diskutiertesten Themen rund um deutschen Battle Rap, der sich jetzt nicht auf bestimmte Inhalte eines Battles bezieht. Ich finde das halt ganz spannend, so die Entwicklung. Man hat, glaube ich, wo ich ins Game gekommen bin, also 2014 zu Ram, 2015 bei Diltily mit Acapellas angefangen, und da war das eigentlich gang und gäbe, dass Matches gejudged worden sind. Live vor Ort, in der Regel bei Diltily waren es 5 Judges, bei Rapper Mittwoch waren es 3, die sich dann halt eben kurz beraten konnten. Also ich glaube, bei Rapper Mittwoch haben die sich beraten, ne, haben oft so ein bisschen abgestimmt, zumindest bei den Battlemanias, bei den Acapellas haben die, glaube ich, auch frei geredet. Bei Diltily sind die nach und nach immer in den Kreis gesteppt, haben ihre Meinung gesagt. Dann gab es Systeme, da standen die irgendwie auf einer Bühne, konnten nicht direkt in den Kreis kommen, das wäre zu zeitaufwendig geworden. Da haben die dann irgendwie mit einem Arm in die Richtung gezeigt von demjenigen, für den sie gewotet haben, und haben das Ganze dann später vor der Kamera ausgeführt. Und das Ganze hat irgendwie nachgelassen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Erste war. War es vielleicht Mars B? Ich glaube, könnte Mars B gewesen sein. Der war irgendwann so einer der Ersten, der gesagt hat, ich habe generell einfach keinen Bock mehr, mich judgen zu lassen. Dem folgten halt immer mehr. Ich zum Beispiel, ich habe das auch irgendwann gesagt, weil für mich persönlich ging es einfach darum, dass ich gemerkt habe, ey, Sieg oder Niederlage, die jetzt 5 Leute entscheiden, in einem Sport, wo es keine Statistiken gibt, sage ich mal, wo jetzt ein Sieg oder eine Niederlage irgendwie relevant ist. Also bestes Beispiel ist für mich Pongtaggy. Der hat seine ersten Acapellas laut Judges immer verloren, war aber trotzdem definitiv einer der Besten der Szene, wahrscheinlich auch All-Time, heute noch einer der Besten überhaupt. Ne? Und gerade in seinen ersten Battles sah die Statistik gar nicht danach aus. Ne? Also wenn du jetzt danach gehen würdest, wenn du jetzt eine Tabelle hättest und hättest Taggy dann einfach, keine Ahnung, nach 3, 4 Battles mit 3 Niederlagen gesehen, dann wäre er ja gar nicht interessant gewesen. Ne? Oder er hätte in bestimmten Gesprächen gar nicht stattgefunden. Ich denke aber, es kommt gar nicht auf diesen Sieg oder auf die Niederlage an. Also mir ist im Endeffekt wichtig, es soll ein gutes Battle sein. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt grottenschlecht war und der Gegner war noch schlechter, was ist mir der Sieg dann wert? Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich alles gegeben habe, wenn alles geklappt hat, ich komplett abgerissen habe und der Gegner genauso, er war nur noch einen Ticken stärker und hat das Battle dann gewonnen, dann ist das doch eigentlich viel krasser als halt andersrum. Ne? Das ist so der eine Punkt, warum ich gesagt habe, mir bringt dieses Judging nichts. Ja, mir bringt es nichts. Das Einzige, was mich halt manchmal dann nervt, ist, dass ich auch immer wieder festgestellt habe, sowohl in meinen Battles als auch bei anderen Battles, die ich gesehen habe, wenn ein Judge sich dann noch irgendwie versucht, in den Vordergrund zu stellen. Also sprich, er sagt nicht einfach nur seine Meinung, sein Vote. Ne? Ich finde, eine Meinung muss eine persönliche Meinung sein. Die sollte er irgendwie begründen können. Ne? Aber auch ein Battle, was 99% der Leute an Battle Rapper A geben, kann man nach persönlichem Empfinden auch gerne an Battle Rapper B geben. Aber dann begründe es und sag nicht einfach nur, ich gebe das jetzt an den, weil ich den besser fand. Ne? Erklär uns, was fandst du denn besser? Ne? Dann ist das greifbar. Und das ist für mich halt oft so eine Sache, wo ich denke, es gibt für ein Judging eben kein Regelbuch, es gibt nur persönliche Meinungen. Es gibt oft Leute, die eventuell gar nicht kompetent sind, vielleicht auch gar nicht wissen, auf was greift man jetzt zurück. Ne? Sagt man jetzt nicht seine Meinung, weil man dann irgendwie auch nicht die Masse gegen sich haben will? Sagt man seine Meinung, kann die aber vielleicht gar nicht gut begründen? Ich zum Beispiel bin einer, ich habe, glaube ich, das ein oder andere Match auch definitiv falsch entschieden. Also ich habe beispielsweise Mikesh gegen Tunschmann damals an Tunschmann gegeben, weil ich sag mal, aus persönlichem Empfinden das einfach in dem Fall irgendwie überzeugender fand, wie er als so der Typ, den du zu dieser Zeit immer in der ersten Reihe gesehen hast, ne, der wirklich, keine Ahnung, irgendwie herausgestochen ist, so als der Typ aus dem Publikum, den man immer irgendwie sieht, den man immer irgendwie ein bisschen mit beobachtet und so, und wie der sich dann halt in den Kreis stellt und da irgendwo eine ganz solide Vorstellung bietet, so, hat mir das eben relativ gut gefallen. Mit Mikesh konnte ich halt damals
nach wie vor nicht viel anfangen. Trotzdem muss man halt so fair sein und sagen, Mikesh hat das Ding eigentlich ganz klar gewonnen. Ne? Ich war nicht der Einzige. Tunçman ist am Ende als Sieger mit einem 3-2 da rausgegangen. Ne? Das sind aber halt so Dinge, wo ich denke, ey, das habe ich zum Beispiel persönlich so empfunden. Ist aber für das Match dann irgendwie vielleicht auch gar nicht neutral genug. Ne? Ich meine, damals hatte ich noch überhaupt kein Problem mit Mikesh. Ich habe das nicht gemacht, um ihm einen reinzuwürgen oder sowas. Ne? Aber ich habe da vielleicht irgendwas, was gar nicht so eine gute Wertung für ein Battle wäre, habe ich halt da eben mit einfließen lassen. Ne? Obwohl Mikesh eigentlich in so gut wie jedem Punkt besser war als Tunçman. Ne? Und solche Judges wie mich in dem Fall hast du halt am laufenden Band. Leute, die gar nicht genau wiedergeben können. Das heißt, die voten eigentlich richtig. Ne? Die geben es an den, an den es auch alle geben. Ne? Oder wo sich eigentlich die meisten einig sind, der hat gewonnen. Aber verwechseln dann Rundeninhalte. Ne? Dann hast du zum Beispiel für den einen hast du die zweite Runde ganz klar verloren. Für den anderen war die zweite die beste Runde des Battles und so. Ne? Das heißt, Judges bringen oft was durcheinander. Und das fällt mir live zum Beispiel auch immer sehr schwer. Ne? Also, dass ich dann direkt nach einem Battle wirklich alle Inhalte nochmal irgendwie zusammenfassen kann, dass ich dann hingehen kann, kann genau sagen, ach, das eine war ja in Runde 1, das andere war in Runde 3, da bin ich nicht gut drin. Ne? Und ich glaube, da gibt es ganz wenige, ne? Es gibt definitiv welche, aber wenige, die das in meinen Augen wirklich immer kompetent geschafft haben. Und das waren dann alles halt so Dinge, warum ich zum Beispiel gesagt habe, ich brauche auch einfach keinen mehr, der mich belehrt. So, ich brauche kein Ergebnis. Ich brauche keinen, der sich dann da irgendwie noch über was lustig machen will und einen Witz auf meine Kosten macht, was mich dann abfuckt, weil der Typ nicht mein Gegner ist. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch irgendwann gesagt, ich möchte mich einfach nicht mehr judgen lassen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr tun, außer ich wäre nochmal Teilnehmer an irgendeinem Turnier oder in irgendeinem Titelmatch oder sonst was. Dann klar, ne, solche Matches muss man irgendwie bewerten. Ne? Trotzdem finde ich bis jetzt alle Judging-Systeme, die ich mitbekommen habe, irgendwie nicht perfekt. Ne? Es gibt welche, die finde ich besser, es gibt welche, die finde ich schlechter, aber so zu 100% geht noch keins auf. Ne? Ich finde irgendwo das klassische Bewertungssystem, egal ob jetzt 3, 5 oder 7 Judges, ne, die sollten relativ gut ausgewählt sein, also möglichst nüchtern sein, kompetent sein, also schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich zum Beispiel finde das gerade als Newcomer eigentlich ganz cool, wenn mir ein erfahrener Battle-Rapper dann irgendwie ein Feedback gibt. Ne, da finde ich, da kann man dann auch mal so ein bisschen teachen. Aber ich meine, wenn ich mich jetzt in ein Battle stelle und da kommt irgendein, keine Ahnung, so ein Typ, der halt zwei Battles gemacht hat, egal ob ich jetzt reingeschissen habe oder nicht, oder ob ich selber zufrieden bin oder nicht, oder ob ich weiß, ich habe verloren oder gewonnen, ich brauche da keinen, der mir irgendwie sagt, du hättest so und so machen müssen und so. Ich bin mir eigentlich immer sicher mit dem, was ich tue. Ne? Ich gehe manchmal ins Battle und weiß, ey, das kann nur Abriss werden, wenn ich nicht krank bin, wenn ich nicht choke. Es gibt Battles, wo ich sage, ja, passt schon, ne? Aber hättest auch ein bisschen besser machen können. Aber ich weiß, was ich tue. Und das nicht auch erst seit diesem Jahr. Ne? Und deswegen habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Finde nochmal dieses normale Judging-System eigentlich das Beste, weil ich glaube, wenn du eine Entscheidung sehen willst, dann willst du die direkt haben und auch direkt begründet haben. Ne? Das heißt, Battle ist vorbei, fünf Judges kommen einer nach dem anderen in die Mitte, erklären kurz, wie sie es empfunden haben und geben das Ding an den einen oder an den anderen. Wie die das machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ne? Ich finde, da sollte entweder gar nicht drauf geachtet werden oder ganz klar. Ne, das wäre so das Erste. Gehen wir jetzt mal von einem normalen Judging-System aus, ne, wie ich es gerade beschrieben habe. Was wäre euch wichtiger? Was wäre für euch besser? Wäre es besser, immer nach Runden zu bewerten? Ne, also, dass man sagt, wenn da jetzt einer beispielsweise zwei Solala-Runden hatte und eine richtig gute Runde und einer hatte so zwei etwas bessere Runden als der Gegner und eine ziemlich schwache, ne? Dann hättest du es nach Runden an den einen gegeben, der zweimal knapp besser war und einmal ganz klar schlechter. Ne? Oder kannst du dann auch sagen, okay, ne, würde ich es jetzt nach Runden geben, wäre es wahrscheinlich so ausgegangen. Ich fand aber persönlich das gesamte Battle von dem anderen am besten. So, und man merkt schon, ich glaube, wenn ihr euch darüber jetzt schon Gedanken macht und alleine da überlegt, was fändet ihr besser, dann merkt ihr schon, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Ne? Da spielen so viele Faktoren rein. Ne? Warum ist es besser
ein Battle nicht nach Runden, sondern irgendwie nach so einem Gesamtding zu bewerten. Dann muss ich aber dieses Runde 1, Runde 2 auch komplett weglassen. Dann muss ich einfach für mich irgendwie zählen, Punches, ausgearbeitete Angles, Haymaker, keine Ahnung, vielleicht auch negative Punkte, Unsicherheiten, Texthänger, positive Sachen, Konter, ne? Keine Ahnung. Das ist so das eine. Erste Frage an euch: Was wäre davon besser? Das greift für mich in den nächsten Punkt ein. Sollte man einfach frei nach einer persönlichen Meinung judgen? Oder sollte es für ein besseres Judging-System oder ein professionelles Judging-System vielleicht irgendwie doch so eine Art Regelbuch geben? Nicht für die Inhalte, also nicht, du darfst nicht mehr das sagen, man darf nur noch so und so machen. Das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich nur für die Judges, ne? Dass man da vielleicht so Kernjudges hat, wo man sagt, die sind eigentlich bei jedem Event dabei, wenn die nicht krank sind, oder man hat jetzt mehr als fünf, wo man sagen kann, okay, keine Ahnung, mindestens sechs, sieben werden immer da sein, so, und wenn da mal einer ausfällt oder was auch immer, dann hat man immer noch genug, und dass immer diese fünf Leute dieses Battle judgen. Ist vielleicht aber so auf Dauer auch schwer umsetzbar, ne? Irgendwann ist einer wie aus dem Nichts raus aus dem Game und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist, dass es für diese Judges so eine Art Regelung gibt. So nach dem Motto, wie jetzt beim Boxen, ne? Da hast du ja auch mehrere Richter, die Punkte vergeben für bestimmte Sachen. Also ich bin jetzt auch nicht der Mega-Box-Fan so, aber so ungefähr habe ich das, glaube ich, jetzt richtig gesagt. Und das wäre dann halt die Sache. Sollte man bewertbare Sachen, also Dinge, die Punkte geben, irgendwie definieren, ne, in verschiedenen Ausmaßen, ne, also dass man sagt, ihr könnt natürlich so viele Punkte geben, wie ihr wollt, ne, oder ihr könnt die Dinge schon irgendwie nach eurem eigenen Kopf bewerten, ob ihr das jetzt mit 3 Punkten bewertet, mit einem Punkt oder gar nicht, ne, aber ihr solltet zum Beispiel darauf achten, okay, Punchline, Crowd Reaction, Minuspunkte für Chokes, Pluspunkte für Konter. Ne? Also irgendwie so ein Regelbuch. Oder wäre das auch wieder zu schwammig? Ne? Das wäre halt so auch so eine Sache, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Wenn es das gäbe, ne? Das, was uns dann aber verloren gehen könnte, wäre, dass ein Battle-Rapper ganz frei schreibt. Ne? Sondern dass man dann weiß, okay, vielleicht geht es jetzt um nicht viel, außer halt um Sieg-Niederlage, dann ist das vielleicht auch schon wieder egal. Oder geht es tatsächlich wieder um mehr? Contender-Match, Titel-Match, Turnier, ne? Und dann passe ich mich vielleicht diesem Regelbuch so ein bisschen an im Schreiben, dass ich genau weiß, ey, das und das zieht, auf solche Sachen muss ich mehr Wert legen. Was im Umkehrschluss auch bedeuten würde, vielleicht macht sich einer mehr Gedanken als sonst und hat bessere Inhalte, als wenn er sagt, okay, ich schreibe ganz frei Schnauze. Ne? Also das hat für mich alles immer Pro und Kontras. Ich glaube, das Ding kann ich zumachen. Schreibt mir dazu eure Meinung schon mal rein. Wie gesagt, Diskussionsvideo, ich kommentiere so gut es geht alles mit. Und jetzt kommen wir zu anderen Bewertungssystemen. Wie findet ihr zum Beispiel dieses Bewertungssystem, was jetzt FOB, so würde ich sagen, ins Leben gerufen hat? Das heißt, es gibt keine Entscheidung vor Ort. Sobald die Videos hochgeladen sind, kriegen Leute, die das judgen wollen, einen Pay-Per-View-Code, oder die judgen sollen, kriegen einen Pay-Per-View-Code, können sich das reinziehen, schicken ihre Bewertung dann via Video ab. Und das heißt, auch die Teilnehmer, also die Battle-Rapper, sehen das Ergebnis erst, keine Ahnung, wenn es dann dem Pay-Per-View zugefügt wird oder wenn es dann irgendwann später auf YouTube rauskommt. Ist für mich eigentlich irgendwo ein System, wo der Gewinner viel klarer definiert werden kann. Warum? Weil ich kann mir Sachen in Ruhe angucken. Ich kann eine Line, wenn ich die nicht checke, mir nochmal anhören. Ne? Oder Leute fragen und nochmal sagen, ey, da hat eine Line voll geknallt, ich check die aber nicht. Ne? Ich kann nochmal gucken. Ich kann auch, wenn das für mich wichtig ist, das war ja Thema in der letzten Folge, Real Talk oder sowas. Ne? Also wenn der Gegner jetzt irgendwas aufbaut, ne, was, keine Ahnung, irgendein Punkt ist, den ich vielleicht noch gar nicht über den anderen weiß, der da irgendwie gedroppt wird, der aber vielleicht von dem einen irgendwie abgeschüttelt wird oder abgestritten wird, ne, dann kann ich dem vielleicht nochmal nachgehen. Digga, ist da was dran? Ne, bewerte ich eine Runde anders, wenn ich das Gefühl habe, ey, der hat sich da irgendwas aus dem Arsch gezogen. Also ich habe zumindest die Möglichkeit, mit viel mehr Ruhe, mit viel mehr Zeit zu überlegen, einen Sieger ausmachen. Ist ja eigentlich auf der einen Seite viel besser, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist doch dieses Judging auch ein Ding
für mich wieder, wenn man es möchte, dann willst du es doch direkt wissen, ne? Oder wirklich kurz danach. Also beim Event noch. Das Publikum, was mitgefiebert hat, die wollen das Judging hören. Der Rapper, der sich wochenlang vorbereitet hat, der will eine Entscheidung hören. Da willst du ja eigentlich nicht wochenlang drauf warten. Ja, auch da frage ich wieder euch, was haltet ihr davon? Was findet ihr von diesen beiden Beispielen jetzt besser? Ne, weil wie gesagt, ich glaube, der Gewinner wäre auf jeden Fall sicherer, es wird weniger Fehlentscheidungen geben und es wird vielleicht bessere Begründungen für ein Vote geben. Aber uns würde dieses ganze Feeling, Siegerehrung und so weiter, das wird uns alles dann live verloren gehen. Ne? Da bin ich sehr gespannt. So, und jetzt kommen wir zum letzten System. Das ist auch so ein bisschen über FOB mitgekommen. Da habe ich, also das muss jetzt nicht unbedingt in so eine Video, in so ein Video-Judging mit einfließen, ne? Aber die FOB, die hat das, ich blicke da nicht so ganz durch, ob das jetzt immer so ist, ob das in ausgewählten Matches so ist, ob das eine Zeit lang gut war und es dann doch irgendwie zu Matches gekommen ist, wo man das dann hinterfragt hat. Aber wenn quasi jeder Judge eine gewisse Anzahl an Punkten vergeben kann. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich gebe das Match 3 zu 2 an den einen. Ne? Also ich habe es nie so ganz verstanden. Ne? Aber so von der Logik her ist es ja eigentlich egal. Ne? Also ob ich jetzt 5 Punkte vergeben kann oder 10 oder für jede Runde bis zu 3 Punkten. Irgendwie so war das. Ne? Und wie gesagt, wie viele Punkte man jetzt da irgendwie vergeben kann, ist eigentlich egal. Aber die Logik dahinter ist, du sagst nicht, es gibt einfach einen Gewinner, sondern du hast bestimmte Punkte, die du auf ein Battle oder auf eine Runde verteilen kannst, um damit halt eben auch klar zu machen, wie knapp war das Ganze für dich persönlich. Was da vor kurzem auch mal passiert ist, ist zum Beispiel, dass dann zwei Judges haben das Battle ganz knapp, also mit 3 zu 2, ne, die durften halt Punkte vergeben, 3 zu 2 an das eine Team vergeben. Und dann kommt der dritte Judge und gibt es 3 zu 0 an den anderen. Was dann auch wieder für Diskussion gesorgt hat, ne? Weil drei Leute oder zwei Leute haben gesagt, das eine Team hat knapp gewonnen. Und der letzte Judge kommt dann um die Ecke und sagt dann quasi, okay, ich sehe das ganz anders. Ich finde, das Team, was ihr jetzt beide als knappen Verlierer ausgemacht habt, der hat für mich sogar ganz klar gewonnen. Ne? Und dann wurde, ne, zu einem Stand oder bei einem Stand von 6 zu 4 mit einem Vote das Ganze noch gedreht und es ging 7 zu 6 an das eine Team aus, ne, die eigentlich schon durch zwei Judges verloren haben. So, auch da gibt es wieder Pro und Kontrast. Ne? Für mich auf der einen Seite ein Pro. Irgendwo ist es doch gut, ne, dass du das so machen kannst. Du sollst das natürlich nicht bewusst machen, dass du dann sagst, okay, ich gebe das Match, weil ich es jetzt noch mit einem 3-0 entscheiden kann. 3-0 an den, dass der gewinnt, ne? Aber grundsätzlich, wenn du das wirklich so siehst und ein Match dann oder eine Entscheidung, die eigentlich schon durch ist, sich nochmal irgendwie so wenden kann, weil, ne, wie gesagt, ich finde immer wichtig, du musst es begründen können. Und wenn du ganz klare Gründe hast, die du dann ausführst, warum du das Match jetzt 3-0 auf einmal an das Team gibst, was von zwei anderen oder durch zwei andere eigentlich schon zweimal 3-2 verloren hat, dann ist das auch vollkommen okay und ist auch spannend. Ne? Ich glaube, auf der anderen Seite ist das auch wieder sehr, sehr schwer für einen Judge. Wie vergebe ich jetzt die Punkte? Wo setzt der eine seine Messlatte, wo der andere? Ne? Ich weiß nicht, Dilteli hat jetzt vor kurzem auch so einen Podcast ins Leben gerufen. Also ich glaube, es läuft über Dilteli. Ne? Daran ist David beteiligt von Written Battles Germany. Fabs von These Battle ist judged und der gute Smerob. Schöne Grüße an euch. Ich habe mir auf jeden Fall, glaube ich, zwei Folgen reingezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt online sind. Und da zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass David wohl an Battles mit so einer Skala rangeht, ne? Dass der halt sagt, ich bewerte immer Runden von, keine Ahnung, ob er auch 0 gibt, aber ich sage jetzt einfach mal von 1 bis 10. Und für den ist aber eine 8 schon so eine so gut wie unerreichbare Messlatte. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn du dann wieder drei Judges hast, die irgendwie ihre Punkte vergeben, dann kannst du den einen haben, der sagt, ey, für eine 3 muss der mich halt schon komplett aus den Socken geschossen haben, so, ne? Und dann hast du den einen, der sagt, ah, ich gebe eine 3, weil ich war durchgehend ganz gut unterhalten, ne? Also dass diese 3 Punkte, die man dann vergeben kann, irgendwie für die unterschiedlichen Judges auch einen ganz anderen Stellenwert haben, ne? Und deswegen sage ich, meiner Meinung nach,
darum lasse ich mich nicht judgen. Ich habe euch jetzt verschiedene Judging-Systeme und auch verschiedene Judging-Systeme noch mit nochmal unterschiedlichen Möglichkeiten versucht zu erklären. Alter, ich glaube, ich werde irgendwann, wenn man Battle Rap irgendwann studieren kann, Professor Rambo ist da. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich denke aber schon, bis jetzt haben mir die Diskussionsvideos wirklich viel Spaß gemacht. War ein bisschen weniger Klicks als die anderen Videos, ist aber scheißegal, es geht nicht nur darum, dafür war der Austausch umso besser, die Diskussion untereinander, die Diskussion mit mir, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, deswegen jetzt nochmal die Frage an euch, ne? Nach dem, was ich euch alles gesagt habe, habt ihr vielleicht auch irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht ist ein Judging gar nicht so wichtig? Ne, weil wie gesagt, es bringt keinen von uns weiter oder schlechter, ne? Ich kann die nächsten 3 Matches verlieren, ne? Ich bin immer noch der Goat. Nee, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine, ne? Also wie gesagt, Niederlage, Sieg, drauf geschissen, ne? Es gibt so unterschiedliche Sachen, warum du glänzen kannst, ob du jetzt ein Match mal verlierst oder gewinnst, ne? Brauchen wir das wirklich noch, außer in ausgewählten Battles? Wenn ja, warum? Warum brauchen wir das? So, und wenn wir es brauchen, dann erklärt ihr mir mal, habt ihr ein weiteres System, was vielleicht noch besser laufen könnte, wo noch bessere Gedanken hinterstecken? Oder sagt ihr, eins von den Dingen, die ich euch heute erklärt habe, ist doch eigentlich ganz cool, könnte man so machen, wäre optimal, wenn das überall so gehandhabt wird. Na, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde auf eure Kommentare eingehen. Und um den Übergang zum nächsten Thema schon mal leicht zu öffnen, würde ich sagen, für mich wäre noch ein Grund, dass Judging noch mal spannender wird, wenn Judging mit in die Gage einfließt. Ja? Weil das ist mein nächstes Diskussionsthema. Wird ein bisschen schwierig, weil gerade ihr als Zuschauer natürlich gar nicht so im Bilde seid, was wird denn überhaupt gezahlt? Und ich natürlich auch nicht mit genauen Zahlen um die Ecke kommen kann. Ich da aber einfach auch so ein Ding habe, ne? Ist das okay, dass die eine Plattform mehr oder weniger zahlt, ne? Oder beziehungsweise, dass ich als MC in der einen Plattform weniger Geld nehme als in der anderen, ne? Woran misst man die Battle Rapper, wer darf mehr verlangen, wer weniger? Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wird das Thema für nächsten Freitag sein und auch da könnte Judging eine Rolle spielen, das vielleicht irgendwie besser oder transparenter zu gestalten. Davon erzähle ich euch nächste Woche mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf eure Kommentare, auf die Diskussion mit euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal. Es macht mir richtig Spaß hier auf YouTube mit euch als Community und ich bin im Bett.